Juten, Huhu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 19 Karriere mit Crew Alexandra auf dem Weg in die Premier League. Und damit das auch so bleibt, der Weg in die Premier League, werden wir heute versuchen gegen Blackpool zu gewinnen. Allerdings will der Blackpool natürlich auch. Obi mit dem Tor, super. Ja, nicht so super, Gnanduli. Und Solanke, jawoll. Gewonnen. Sehr schön, sehr, sehr schön. Das finde ich prima. Das finde ich mal richtig prima. So. Achso, geht nicht wegen Wilson. Dann nehmen wir Kirk und Freitag. Ach nee, Robinson. So, dann hoffen wir, dass sie sich bis da noch ein bisschen... Ich hoffe, sie rotieren mal ein bisschen, geben mir ein wenig Spielzeit. Okay. Wir gucken mal. Nehmen wir Rei aus der Tube raus und dafür ihn hier. Okay. So, auf geht's. In der Checker Trade Pro Trophy wollen wir natürlich auch weiterkommen, weil das bringt eben halt ein bisschen was Geld. Und Geld ist ja für uns dann doch nicht alles, aber trotzdem wichtig. Die Spieler wollen essen, die wollen ihre Miete zahlen. Wir brauchen dann vielleicht irgendwann den einen oder anderen Neuzugang, wo der alte Club vielleicht auch noch ein bisschen was an Geld haben will. Deswegen, je weiter wir in jedem Pokal kommen, umso besser. Ja, natürlich. Kommt eine Kiste nicht. Die spielen auf Abseitsfalle, die Säcke. Und sehr schön. Wieso sind da der falsche gelaufen? Das verstehe ich nicht. Gibt er mir den falschen Spieler? Oh, schön. Oh, Condor! Boah, so eine Chancen kriegen wir nicht oft. Halleluja! Oder so ähnlich. Ja, sicher. Sicher, er wird über den Ball streichen. Natürlich. Komisch, bei denen geht das super, das Weiterleiten. Natürlich. Hätte mich auch gewundert. Ja. Schade.
Natürlich. Ja! Jawolla! Mit Glück, aber es hat geklappt. Und im Endeffekt ist es egal, wer die Tore schießt. Wichtig ist, dass sie geschossen werden. Und wieder 5 Euro ins Phrasenschwein. War so klar. Ja, auch das war natürlich sowas von klar. Ey, Leute. Auch das war klar. Hätte mich ja gewundert, wenn der durchgekommen wäre. Ja, sicher doch, ey, mein Gott. Sind das alle Weltklasse-Fußballer? Stimmt, deswegen spielen die ja auch bei Doncaster. Ja, sicher. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Na, und musst du nicht pfeifen. Musst du nicht pfeifen, Schiedsrichter. Um Gottes Willen. Nur nicht Freistoß pfeifen. Ist das ein Schrott? Jawoll! So. Konnor bringt ein bisschen Sicherheit ins Ergebnis. Das mit seinem schwachen Fuß. Den hat er normalerweise nur zum Stehen, damit er nicht umfällt. Aber egal. Nehmen wir gerne. Natürlich. Und auch das war klar. So, jetzt werden wir erstmal Solanke auswechseln. Den brauchen wir nämlich gegen. Per Man. Gut. Dann brauchen wir nämlich für die Europa League. Oha! Wie klasse war das denn? Geil gespielt, aber auch die Reflex, der Reflex von Runst, richtig klasse. Ach, Kondor. Wachsen. Aber trotzdem war das geil gespielt.
Oh, schön gespielt und auch schöne Vorarbeit von Condor. Und Kirk macht es. So, jetzt werden wir ein bisschen mal Tempo rausnehmen. Schicki. Ach, Kondor! Sehr schön. So. Einer der Torschützen geht. Oh, schade. Ja, natürlich. Kennen Sie Kino? Ja, na sicher doch. Wozu drücke ich denn hier irgendwelche Tasten, wenn EA Sports macht, was es will? Meine Fresse. Natürlich. Da wird man gelegt und was passiert? Nix. Warum sollte denn der Schiedsrichter auch pfeifen? Das wäre ja Quatsch. Gepfiffen wird nur, wenn es gegen uns geht. Also mit der. Hobi, du warst auch schon mal schneller. So, wir haben fertig. Sehr schön. Ein klasse 3:0-Sieg. So, dann hoffen wir mal, dass die Spieler ganz schnell wieder gesund, Quatsch, nicht gesund, ganz schnell wieder fit werden. Spiel ist ausgerührt. Oli Wilson, gut, der kann wieder teilnehmen. Und 75.000, nicht toll, aber so. Guck dir den Spielplan an, der ist doch völlig bescheuert. Der ist doch wirklich völlig bescheuert. Gibt es in keinem Wettbewerb, dass der.
Dienstag spielt's und Donnerstag. Mann, Mann, Mann. Gut, das Heimspiel gegen Monaco gibt es dann natürlich in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, euer Hightower.